So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hermanns Eck. Folge Nummer. Warte, lass mich kurz auf den zweiten Bildschirm gucken. 1, 2, 3, Folge Nummer 4. Ich kann mir das nicht merken nach wie vor. Und ja, welcome, welcome, welcome. Wir wollen hier die Traggers noch tauschen. Das werden wir jetzt tun. Dafür fahren wir den hier erstmal weg, denn der soll jetzt den Güllepott ziehen. Ich hoffe, dass der ein bisschen sportlicher unterwegs ist, wie der Hofschlepper New Holland dort drüben. Ansonsten, wenn alle Stricke reißen, muss der Mercedes hier, der MB-Truck, muss der den Flug ziehen. Also, das ist ja, das ist kein Flug, das ist ein Tiefengrubberer. Oh Gott, mir graut es jetzt schon vor den Kommentaren unter dem letzten Video, wo ich dazu einfach nur Klappflug gesagt habe, ja. Ja, das ist ein Tiefengrubberer, Tiefenlockerer, Klappflug, bitte, bitte, ja, belasst das Ganze hier bei dem Spiel. Wir wollen jetzt trotzdem mal gucken, aber der stellt sich schon deutlich besser an als der New Holland. Deswegen denke ich, dass wir da gute Chancen haben werden. Ja, genau. Das heißt, ich reiße jetzt hier gleich einfach mal an den Hobel. Ja. Geht das? Ja, das läuft. Ja. Endlich muss ich keine Träger suchen. Endlich einfach nur rauf aufs Feld und der Hase läuft geradeaus. Ja. So soll es sein. Zack, Ende Gelände. Fahren wir einfach noch da so und dann nach dem Zurück hinweg. Ja, und wie sollte es anders sein? Leute, die mich kennen, wissen das. Haben wir hier eigentlich einen Bodenwinkel? Nein? Oh, schade. Das, wie gesagt, jammern. Das ist tatsächlich Geschmackssache, ne? Der Diego würde jetzt fluchen, während da mehr Bodenwinkel, während ich hier fast meinen zweiten Geburtstag feiern würde. So unterschiedlich sind die Geschmäcker, ne? Weil der eine fährt mit Helfer, der andere fährt mit Curseplay, der andere fährt mit GPS, der... ja. Und letztendlich darf und kann jeder so spielen, wie er möchte. Ne? Also schreibt den Leuten auch nichts vor und so, ne? Das macht man nicht. Auf jeden Fall läuft der Hase geradeaus. Ja. Und der MB-Truck auch. Ich hätte nicht gedacht, also, dass der sich so viel besser anstellt, aber es ist halt ein MB-Truck. Ja. Brauchen uns nichts vormachen. Allerdings... Ah, mit einem Knick in der Knicknase. So eine Knicknase. Komm wieder rum, bitte. Jawohl. Puh. Und Abfahrt. So, extra schon da hinten angeschmissen. Wir müssen da hinten sowieso Vorgewende fahren. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Ich könnte mir auch noch ein anderes Fass organisieren, würde aber gar keinen Sinn machen, weil ja, welches ist ja nur egal, mit welchem ich wo dagegen fahre. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen hier ausholen. Dann haben wir den kleinen Streifen da auch gleich mit und das hier hinten auch. Ey, passt das jetzt eigentlich so lautstärkemäßig und so, oder... jetzt mal ehrlich, ne? Ich meine, das wird sich leider erst in den nächsten Folgen dann verändern, aber schreibt mir jetzt mal bitte, bitte, ich fahre hier nur hoch und runter, ne? Schreibt mir mal bitte rein, wie das jetzt mit dem Sound ist, ne? Ob in-game lauter muss, ob in-game leiser muss, ob die Musik lauter muss, ob die leiser muss, ob Mikrofon lauter muss, ob es leiser muss oder so, oder so, oder so. Ach Mann, warum fahre ich denn ständig dagegen? Schreibt mir das mal bitte, bitte in die Kommentare rein. Das wäre tatsächlich... so ein bisschen so ein kleines Anliegen von mir, ja. Ihr wolltet, dass ich wieder ausraste mit Videos, ja, und ich möchte, dass ihr jetzt einfach mal ein bisschen was in die Kommentare schreibt, was Sound und Qualität und so weiter angeht hier. Würde ich mich tatsächlich darüber freuen, ja. Ihr könnt sowieso auch, ne, guten Tag, guten Moin oder guten Abend oder was auch immer, was das Herz begehrt, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet, ja. Könnt ihr reinschreiben. Ich lese nach wie vor, ich kann das nicht oft genug sagen, ich lese nach wie vor alle Kommentare. Letztens hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, lieber Henry oder lieber Simu-Freunde oder lieber Simu-Freunde Henry, wie auch immer. Falls du das jemals lesen wirst, wie ist der Stand da und da und hier und dort,
Habe ich innerhalb von Sekunden zurückgeantwortet. Das war ein uraltes Video. Innerhalb von Sekunden geantwortet. Ja, so und so. Oh, danke für die Antwort. Das ging aber schnell. Ja, wie gesagt, nach wie vor, ich lese alle Kommentare. Dank Smartphone und YouTube Creator Dingensbummens App und so weiter ist das alles überhaupt kein Thema. Und wenn das Handy noch so oft vibriert, ja, ist mir egal, weil das sind Kommentare von euch, ja, und wenn ich die lesen möchte, dann möchte ich die auch lesen, dann möchte ich auch eine Benachrichtigung dazu kriegen, ne? Und deswegen ist das so, wie das ist, ja. Lasst doch klingeln, lasst doch vibrieren den ollen Mist. Hauptsache, ich kann die Kommentare von euch lesen. Das ist so. Das ist jetzt auch kein irgendwie... Junge, Junge, der kann um Kommentare betteln. Was soll ich mit Kommentaren, ja? Ich möchte sie einfach nur lesen. Das ist so. Und wer das nicht glaubt, war auch der Meinung, dass ich das Ganze hier wegen dem Geld mache. Das fand ich noch am allerbesten. Oh, herrlich. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Halt, stopp. Wir müssen uns jetzt hier um das Vorgewende so ein bisschen kümmern. Jedenfalls das, was davon noch übrig ist. Der Acker ist ganz schön kaputt gefahren jetzt von mir, wa? Naja. Was soll der Geiz? So, und jetzt müssen wir mal hier hinten. Gucken. Die Tante kenne ich auch noch. Das Lied kenne ich auch noch. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ne? Oh. Herrlich. Wie kalter Kaffee eben so schmeckt, ne? Aber wie gesagt, ich habe mich da schon mal gewöhnt. Das läuft, ja, das läuft. Ich habe es damals in der Ausbildung gelernt. Wie kalter Kaffee schmeckt. Und dass man den nach wie vor trinken kann. Dass er gar nicht mal so schlecht schmeckt. Ja. Hm. Habe ich jetzt hier eigentlich alles... Nee, den müssen wir noch mal. Was haltet ihr eigentlich davon? Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir... Mir kam da gerade so eine Idee, ne? Was haltet ihr eigentlich davon? Wenn ihr schon was in die Kommentare geschrieben habt wegen dem Ton, einfach nochmal Beitrag bearbeiten oder Kommentar bearbeiten oder sowas. Bitte auch nochmal reinschreiben. Was haltet ihr davon, wenn wir ein Let's Play machen, ne, zu Real Empire? Was haltet ihr davon? Bitte, ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee in der Zeit einfach mal runterscrollen, bitte mal reinschreiben. Das würde mich wirklich interessieren, ne? Wenn da keine Nachfrage zu da ist, brauchen wir das Ganze nicht machen. Weil dann kann ich es auch für mich alleine spielen halt, ne? Ne? Ich möchte ja auch, dass das ein bisschen bei euch ankommt, dass ihr da Gefallen dran habt. Möchte euch nicht damit irgendwie voll blubbern. Wenn ihr da Bock drauf habt, sehr, sehr gerne. Ne? Einfach mal bitte reinschreiben. Ich trinke jetzt einen Schluck Kaffee und dann bin ich gleich wieder da, ja? So, wieder da. So, Abfahrt. So, Railway Empire. Das ist so ein bisschen wie damals Railroad Tycoon. Das ist ein bisschen wie Train Fever. Train Fever, Transport Fever, die Geschichte, ne? Ich finde es aber viel besser, muss ich sagen. Ich finde es hübscher. Ich finde es, komplexer, definitiv komplexer. Oh. Aber wie gesagt, dann könnten wir ja dann im Let's Play nachgucken, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Sehr gerne reinschreiben. Würde mich tatsächlich interessieren. So, das haben wir gedüngt. Dann fahren wir mal wieder da hinten hin. Also hier so. Ich habe hier noch nicht so richtig eine Ordnung. Eigentlich habe ich gar keine Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken. Das werden wir hier mit Curseplay machen. Oder?
Ach, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Das kann doch, oder? Kann das der normale Helfer? Ich bin mir da eben nicht so sicher, ne? Wir werden mal gucken, was Cursplay zu der ganzen Nummer hier sagt. So, Feld Nummer 7. Wir fahren mal nach da ganz hinten. Oder? Ja, wir fahren nach da ganz hinten. Hier wird er Probleme kriegen. Egal, wir kriegen das schon hin. So, Feuersalamander. Klappt den tiefengrubberer, tiefenlockerer Flug. Klappflug, was auch immer. Feuersalamander, klappt dich bitte einfach auseinander. So, das ist Feld Nummer... Erstmal ist es Feldarbeit. Dann ist es Feld Nummer 7. Dann ist es eine Arbeitsbreite von 5,1 ausgerechnet. Also machen wir 5. Kann man sich besser merken. Machen wir 5. Startrichtung automatisch. Beziehungsweise aktuelle Fahrzeugposition und die Richtung ist dann automatisch. Am Startpunkt enden. Nö, das brauche ich nicht. Vorgewende machen wir bitte mal 3 Stück. Und zwar scharf. Das heißt, dann hast du nicht immer diese komischen Ränder in den Kurven drin. Ne? Dann arbeitet er das schöner aus. Ist tatsächlich so. Feldinseln umfahren. Wir haben hier sowieso keine. Können wir deaktiviert lassen. Diese Version 502048. Ja, hier unten steht das. Gibt es auf GitHub. Wir lassen uns das Ganze anzeigen und dann einmal berechnen. Fertig ist er schon. Ja, sieht doch gut aus. Einmal drehen. Das Ganze speichern wir jetzt. Feld Nummer 7. 5 Meter. 5 Meter ist natürlich... Gibt es einen 5 Meter grober? Dann könnten wir den gleichen Kurs fürs grober nehmen. Gibt es natürlich nicht, ne? 6 Meter. Ja, wir gucken mal. Aber wenn nicht, machen wir halt einfach einen neuen Kurs. So, das ist Feld 7. Flügen und zwar das Ganze mit 5 Meter. Und am ersten Wegpunkt und dann Feuer frei. So, wir gucken uns das noch ganz kurz hier mit an. Ob das Ganze hinhaut. Sieht auf jeden Fall so aus. Wir können mal das Auge wegmachen. So. Guck mal, und das ist jetzt diese scharfen Kanten, ne, was ich gesagt hatte. Dann hast du nicht mehr diese Ränder. Allerdings hat er auch dann etwas Probleme beim Umdrehen. Aber wirklich nur etwas. Ich weiß nicht, ob der Zaun da hinten einen Collie hat. Das könnte ihn stören. Muss aber nicht. Es scheint auf jeden Fall zu laufen hier, wa? Ich möchte ganz gerne diese Ecke hier noch abwarten. Und dann, ja, okay. Da ist keine Collie drin. Okay. Gut. Da hätte ich den gar nicht so weit wegfahren brauchen, ne? Wir wollen jetzt eh zum nächsten Feld. Auch dort einmal düngen. Hat das überhaupt was gebracht? Ja, wa? Eigentlich schon. Ja, das ist auf jeden Fall einmal gedüngt. Ja, das läuft. Genau. Danach können wir das nämlich düngen. Also richtig düngen mit Kunstdünger oder Kompost oder Kalk. Alles ist möglich, alles ist vorhanden auf der Karte einzukaufen bei Oleg und Bolleg. Ne? Was ich auch sehr, sehr cool finde. So, wir füllen einmal auf. Und fahren dann da die Richtung runter. Das sind zwei Felder. Dann fahren wir mal dahin. Da hinten ist Feld 11. Ja, wir fahren erstmal zu den beiden Feldern. Wie viel haben wir überhaupt? Feld 11, Feld 5, Feld 6. Die PDA ist ein bisschen. 5, 6, 11. Und da die 7, genau, da ist der Macker gerade drauf. Ja, alles klar. Gut, das heißt, wir fahren hier vom Hof wahrscheinlich und dann ist es auch schon da. So, wir sind voll beladen. Abfahrt. Abfahrt und wir kommen nicht hoch. So, jetzt aber. Hier ist unsere schöne kleine schnucklige Werkstatt, die ich im Übrigen auch sehr cool finde, die ich auch schon mehrfach verbaut habe. Aber was machen da oben, sehe ich gerade. Was machen da Brenner so? Ach so, ah, das sind gar keine... Oh. Also wenn mich jetzt nicht alles... Ich habe keine Ahnung, aber... Nö, ich habe keine Ahnung. Ich sag da gar nichts so. Ah, hier, guck mal hier. Film ein bisschen die Mitmacher, aber macht nichts. This war Matt was brought to you by Metal Gear One. Ja, auf moddingwelt.com. Hier ist überall so ein bisschen viel diese Aufkleberwerbung, aber das macht nichts. Mir ist das doch völlig Wumpe. Ja, weil die Karte ist wirklich sehr schön.
Da kann er auch ruhig die Werbung für machen. Ne? Das ist wirklich eine schöne Karte. Und da kann er auch wirklich Werbung für machen. Braucht er sich wirklich nicht mit verstecken. Ne? Ach, guck. Hier ist schon das erste Feld und da drüben ist dann das zweite Feld. Okidoki. Gut. Wir werden hier mal noch so ein... Habe ich schon ein Bild gemacht? Ich glaube, ich habe noch kein Bild gemacht. Wir machen mal schnell eins. So. Dann machen wir doch mal eben noch ein schicki Bild von. Vielleicht so, wa? Jo, und drucken. Okay. Gut, hab wieder an. Und dann werden wir das in der nächsten Folge güllen. Ja. Dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze weitermachen. Auf jeden Fall werden wir das schon hinkriegen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren auf jeden Fall. Ja, das würde mich wirklich freuen. Ob das jetzt qualitätsmäßig passt, von der Auflösung her. Ob das von Ton, ja, Ton ist immer wichtig, ob Ton passt jetzt. Und natürlich die Sache mit Railway Empire. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Sehr, sehr gerne reinschreiben unten in die Kommentare. Daumen abonnieren würde mich natürlich auch freuen. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin. Tschüss.